Bei Ihnen einfach. Unten hier wurde eingebrochen. Ach, nee, nee, ich habe noch nicht abgeschlossen. Noch ein höher. Auch was schon süß, auch schon süß. Achso, ja. Oh, oh Gott. Entschuldigung, Entschuldigung, die ist ein bisschen eng, die. Oh, schön. Ja? Oh, schön, ja, schön. Fühlig. Mit dem Pier da drüben. Klasse. Mhm. Schöne Aussicht. Da, ich war ein bisschen neidisch auf Sie, ne? Sie haben da ja so einen See und dann dachte ich mir, ja. Mein See soll größer sein. Ich wollte gerade sagen, Ihr See ist der größte von allen, ne? Der See. Schön. Ja? Mit dem Grill hier, herrlich. Ja, ich sag's Ihnen. Also, Dennis, die hat gute Leute. Die haben tatsächlich gesagt, ich sei einer der netteren Kunden. Keine Ahnung, was die da. Warte, das impliziert jetzt, dass Dennis die so ein bisschen Willkür walten lässt. Wieso? Na, wenn die sagen, sie sind der nettere Kunde, dann machen die den Preis runter oder so? Oder das schönere Haus? Ach so, die waren sehr hart im Verhandeln, aber die haben sich am Ende bedankt, dass ich nett sei. Da habe ich verstanden, habe ich gefragt, was haben die denn da sonst für Chaoten? Ich wollte gerade sagen, was ist denn sonst für eine Kundschaft da? Oh ja. Gott. Hä, man engagiert doch einen Makler, damit er ein Haus. Hä? Ja, richtig. Dachte ich mir auch. Oh Gott. Und natürlich haben sie recht. Ich habe es ja ein bisschen günstiger geschossen. Ne? So ist es ja nicht. Aber das war ja nicht mein Ziel. Ich habe einfach nur gesagt, ich will es günstiger. Ich bin ein armer Richter. Also ich verdiene doch nichts. Ich verdiene doch nichts. Hallo, sagen Sie das bloß nicht. Sie verdienen mehr als ein Immobilienmakler, ich sag's Ihnen. Ach Quatsch, erzähl. Nein. Doch. Ich bin die Hauptverdienerin. Nee. In meiner Ehe, doch. Wenn man die Provision nicht mit einbezieht, natürlich. Aber es kommt auch drauf an, ne? Wenn Sie keine Häuser verkaufen, kriegen Sie keine Provision. Aber so, vom Ding her, bin ich aktuell die Hauptverdienerin in unserer Familie. Okay, also ich sag's mal andersrum, weil ich einen schuldig spreche, kriege ich auch keine Provision, ne? Also schon frech. Das ist wirklich frech, das sollte man mal einführen. Ja, Moment. Schreiben Sie Beschlüsschen. Das wird das 1. April-Beschlüsschen, ich sag's Ihnen. Oh ja. Da haben wir vielleicht schon was in Planung, Herr LaRouche. Oh Gott. Nee, ist schon okay. Oh Gott, könnt ihr das nicht so traurig machen? Das kann ja auch jeder Richter einfach ein 1. April-Beschlüsschen raushauen, ne? Nee. Oh Gott, Herr LaRouche, oh Gott, das klingt so traurig. Wie fand das Ideechen so gut? Die Idee ist super. Pro Schuldspruch 10.000 Dollar für den Richter, ich finde das gut. Genau. Ja. Moment, Schuldspruch Provision. Mal gucken, ob das morgen durchgeht. Wenn er so verliebt ist. Ja. Ne, dann dürfen Sie erst Donnerstag und Freitag. Morgen ist keiner da. Weil morgen ist es auch Besprechungen und so. Ich glaube, das wollt ihr nicht antun. Weißt du? Ja, aber morgen ist doch morgen ist doch die JO-Besprechung. Ja. Ja, da stelle ich das doch vor. Ach so, ja. Ja, da würde ich sagen, einfach das Strafmaß, das verhandelt wird, geht in die Tasche der Richterschaft. Einfach so einen Nebensatz droppen, Herr Lohr, schon wieder gar nicht erst zuhört, weil ich höre ja nicht zu, wissen Sie? Richtig. Und dann sage ich noch, Mr. John, ich habe auch schon Ihre Unterschrift gefälscht und runtergesetzt. Richtig. Sie brauchen sich um nichts kümmern. Und außerdem habe ich das mit Ihrer Assistentin gestern schon abgesprochen. Oh nee, dann dürfen Sie erst recht nicht mal wiederkommen. Nee, das ist uncool. Ich opfere mich für Sie. Geronimo. Ich opfere mich für Sie. Sie meinen, er kann nur einen pro Woche entlassen, ja? Richtig, ich mache so viel Scheiß jetzt morgen, dass er sich freut, dass Sie dann wieder da sind und dann Klasse. Das alles... Oh Gott, Sie müssen ihn ständig nach irgendwelchen Terminen fragen, Herr LaRouche. Oh, so zwischen Tür und Angel. Moment, haben Sie kurz Zeit, Herr John, weil Frau Faas ist ja nicht da. Ja, oh Gott. Und ihn ständig anrufen zwischendurch, wissen Sie? Oder ich... Nein, wenn ich jetzt Miss Cortez überfordere, das wäre ein bisschen dreist, ne? Und sie dann die ganze Zeit, also er muss ja sehen, dass er nur von Ihnen etwas hat. Ja. Nach Terminen. Fragen. Oh Gott. Der ging heute schon ein bisschen auf den Zahnfleisch, ne? Ja. Ich meine, heute war ich ja auch nicht wirklich da. Ich hatte heute ein Fotoshooting. Okay, ja, okay. Für das SD-Cover. Ich habe ja den SD-Song gemacht. Ja. Und dafür habe ich heute ein Covershooting gemacht. Ich bin beeindruckt. Mhm. Oh, warten Sie, ich hab das Outfit noch dabei. Wollen Sie es mal sehen? Mhm. Warten Sie, nicht gucken. Okay, ja. Ich muss das mal speichern. Ja, wobei, es ist ja alles relativ weit unten, ne? Ich sag mal an. Das hier, glaube ich. Die Hose dazu, die Baggy. Weit kurz. 15. Und andere Schuhe. Weit kaputt.
Wo sind die Biker-Boots? Das hatten wir weg. Arm weg. Uhren weg. Sonnenbrille weg. Brauchen wir gerade eh nicht mehr. So, und jetzt speichern wir das mal. Outfits. Hauptzeit kann weg. Outfits. Wir haben es hier niemals satt. Heidewitzka! Schauen Sie mal. Meine Güte! Ja, Hallöchen. Also, ja, Hallöchen. Also. Hallöchen, Hallöchen. Oh, warten Sie, dann hatte ich noch, dann warten Sie. Dann war, Sie müssen sich vorstellen, kennen Sie die dicke Bertha vom Esti? Oh, das Auto? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Das ist dieser Wasserwerfer da, um irgendwelche Sachen aufzulösen und so. Ja, die habe ich ausparken lassen. Ja, Sie müssen sich vorstellen, die steht jetzt hier. Ja, ja. Ja, warten Sie. Dann habe ich natürlich Texaner-Manier, den hier gemacht. PA, ja. Und den hier. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mhm, genau das habe ich gemacht. Man fühlt es. Man fühlt es. Also die Fotografin war auch absolut begeistert. Sehr, sehr schick. Ich habe auch sehr viele Komplimente für meine Hose bekommen. Und wo es die denn gibt. Das ist auch so. Ja, das ist ja so eine Militär-Superhose, oder? Ja, genau. Ja. So von Elite. Ich hatte noch nie so viele Taschen, muss ich zugeben. Ach Quatsch, erzähl doch nicht. Das wird aber gut. Ja, Frauendomotten haben doch immer keine Taschen, Herr LaRouche. Ich weiß nicht, ob Sie das schon wissen. So, okay. Ja. Ja, kann auch so machen hier natürlich. Geht auch. Boah, meine Güte. Piu, piu. Ja. Ich bin Lucky Luke, quasi. Das ist schon nicht schlecht. Ja, danke, danke. Okay, und ja, hier geht natürlich auch. Oh, die strenge Mrs. Fast. Da kommt sie raus. Okay. Ja. Wunderbar. Meine Güte. Und sieht so heute das Beschlüsschen mit ihrem Mann aus? Vielleicht. Vielleicht. Ein Rollenspielschlüsschen, Beschlüsschen. Sehr schön, sehr schön. Und wo war das Shooting? Vom SD direkt? Ja, oder? Ja, genau. In Palito. Schön. Ist auch cool. Und wann ist Release? Ich hoffe irgendwann mal, weil ich bin irgendwie Nummer 7 in der Reihenfolge vom Bearbeiten vom Producer. Und bisher sind von den 7-0 rausgekommen. Das haben sie mir schon vor 2 Wochen, glaube ich, erzählt. Ich weiß, ja. Es sind immer noch 0. Es gab mir ja, das liegt hier an Bounce, oder? Ja, es liegt eigentlich nur am Producer. Also wir haben halt leider nur einen, das ist das Problem eigentlich. Wir haben einen einzigen Producer. Verdammte Axt. Mhm. Also oh, ist das blöd. Ja, wenn sie sowas können, dann ne, immer ran da. Ja, kann das sein, sie haben Hobbys oder so, haben zu Hause so ein Tonstudio, ich weiß es nicht. Ich kaufe mir eins hier auf Alibaba oder so. Auf Wish bestellen, na klar. Auf Wish. Finde ich gut. Irgendwie hier in die obere Etage oder so, dann schön ausdämmen, damit die Nachbarn nicht gestört werden, klasse. Sehr schön. Mensch. Ja, und nehmen Sie doch einfach Ihren Mann noch mit. Ja, wenn das so einfach wäre. Der hat ja jetzt schon Urlaub gemacht, wo er zu Hause war und der kann jetzt nicht schon wieder Urlaub machen. Das geht, glaube ich, nicht. Er ist der Chef. Ja, das ist ja das Problem. Die nix... Ja, nee. Schauen Sie sich doch Mr. John an. Ja. Von heute auf morgen, meinst du? Ja. Ja. Komischer. Also ich... Was ist das? Der... Also ich dachte ja immer... Manchmal komme ich auch... Weiß ich nicht, mit seiner Art was anzufangen. Ich dachte, das sei so dieser, hatten sie mir auch mal gesagt, dieser trockene, super trockene Humor. Ja. Und er wüsste schon alles zu nehmen. Aber wie kann er ihn denn so eine Sauerei schicken? Das ist frech, oder? Ich verstehe es einfach nicht. Also ich meine, das ist ja so ein offizielles Ding. Ne? Da kann man nicht mal sagen, komm, er wollte sich jetzt einen Spaß erlauben, der hart nach hinten losgegangen ist. Nee, das ist kein Spaß. Ich muss heute Nacht in den Flieger steigen, Herr LaRouche. Also wenn Sie wiederkommen, ne? Ja. Wenn Sie wiederkommen. Wenn ich wiederkomme, ja, ist ja nur ein One-Way-Ticket. Oh Gott. Ja, Moment, wie teuer ist das? Wie teuer ist das andere Ticket? Ja, keine Ahnung, ich mache das spontan. Nee, an Geld liegt es jetzt wirklich nicht, Herr LaRouche. Keine Sorge, ich komme schon wieder. Wenn ich schwimme. Sie haben übrigens eine Leistungsprämie von mir bekommen. Gern geschehen. Was? Ja, wie was? Was? Ich von Ihnen? Ja, ja. Oh, das ist ja nett. Hast du überwiesen oder was? Nee,
Das habe ich überbringen lassen durch Mr. John. Achso, ja. $5,000. Die $5,000, die sie eigentlich ihm gegeben haben, er hat mich abgetreten hat, ja. Die waren natürlich von Anfang an für mich, ja klar. Richtig, klar. Richtig. Gerne. Ja, ich verstehe schon. Ja, danke Gerne. Schön, danke schön, ja, Herr LaRouche. Ja, super nett. Also wenn sie dann wieder da sind, so ja. wollte ich das formulieren. Nicht, ja. wenn sie wiederkommen, sondern wenn, also ich meine nicht, also sobald ich wieder wenn, da bin. Sobald, ja. ja. Sobald sie dann wieder da sind, ja. dann müssen sie das richtig hart ausleben. Diesen ganzen Quatsch, den sie da gelernt haben, diese Pseudo-Psychologen-Idiotentypen da. Ja? Mhm. Ich werde einfach wiederkommen und ich werde ne, immer nur lächeln und so. Ja. Ne? Irgendwie, keine Ahnung. So, aha, ja, Mr. Hallo. John. Ja, Mr. John, natürlich, Mr. John. Mache ich sofort, Mr. John. Haben Sie einen tollen Witz gemacht? Ja, genau. Genau so werde ich das machen. Oh, Sie ja. sehen heute so gut aus. Klasse. Oh, ja. Und Ihre Haare, die sitzen ja perfekt. Oh, ist das ein maßgeschneiderter Anzug von Jay und Jay Couture? Er steht Ihnen hervorragend. Gute Wahl. Ja, genau so werde ich das machen, Herr LaRouche. Genau so. Oh, ja. Oh, ja. Mhm. Das fühlen Sie auch, ne? Mhm. Vulgärworten Sie in seine genitalen Weichteile. seine genitalen Weichteile. Das wird doch schon gut. ich meinte eigentlich, was sagt man? Seine geistigen Weichteile. Also. Ja. Also, ne? Also ich meine, ja. Seine genau. geistigen Genitalien, oder? Ja, richtig, richtig. Da einmal schön rein Vulgärworten. Na klar. Ja, ja, ja. Na klar. Oh, Mensch. Ich keine Ahnung, der verliert sich. Der verliert sich. Ja. In der Liebe, Herr LaRouche. Ja. Es ist alles für die Liebe. Was für ein Quatsch, diese Liebesgeschichte. Ich sag's Ihnen. Ja. Nicht mit uns. Nee. Nicht mit uns. Ja, ja wirklich. Brech ein. Ja, Liebe raus. Gibt es denn's Liebe? Ja. Liebe denn? Raus. Liebe Team. Raus. Liebe raus. Na klar. No justice for Liebe. Make war, not love, na klar. Ja, nee, ja. Na klar. Mensch, ja. Wann soll der Flieger gehen? Meinen Sie, lass mich kurz gucken. Mhm. Ich glaube, so um 1 oder so. Um 1? Ja. Boah, das wird ein Marathon. Wie soll ich Sie denn so lange hier behalten, dass Sie ihn vergessen? Ja, das wird schwierig, möchten Sie ne? was trinken? Moment. Nein, schau, Sie werden mich jetzt nicht besoffen machen. Das funktioniert so nicht. Ich habe das gerade gelernt bei diesem Damenzirkel. Ja. Dass man Frauen betrunken machen soll. Oh Gott, sagen Sie das bloß nicht in diesem Damenzirkel. Ja, ich weiß. Nennen Sie den Damenzirkel vor dem Damenzirkel nicht Damenzirkel. Ich muss ehrlicherweise zugeben, Herr LaRouche, das ist nichts für mich, ne? Tja. Weil irgendwie auf der einen Seite sagen sie hier Empowerment von allen Frauen, aber auf der anderen Seite sagen sie, der Zirkel ist nur für Frauen in hochrangigen Positionen. So, Entschuldigung. Okay. Wo ist da der Sinn dahinter? Ah. Ja. Ja, ich weiß nicht, was. Also, ich muss mich ja. Also, ich finde es ja gut, dass grundsätzlich solche Initiativen es gibt. Ja. Ne? Aber natürlich, ich finde es nicht gut, wenn man dann direkt sich auch angegriffen fühlt oder so passiv-aggressiv ist. Also als ich da am Counter stand, also eine Sekunde. Mr. Brinkheim, ich bin hier gerade in einem Notfall. Hat das noch Zeit bis irgendwann? Bis nach dem Notfall? Ja, ja, das ist ja noch immer offen, ne? Oder hatten wir das? Ja, also ich muss mich melden. Ich habe hier Notfall. Oh, puh, puh, piu, piu. Puh, puh, ich melde mich später. Oh, ciao. Gott, ey. Scheiß Arbeit. Ja, jetzt sehen Sie mal, wie ich tatsächlich arbeite. Ne? Ja, Mensch, endlich sehe ich es mal, Herr LaRouche. Ich sitze 24-7 hier auf dem schönen Terrassieren. Ja, und dann so, ich habe hier Notfall. Piu, 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 piu. Nehmen Sie das, die Schuft! Piu, piu. Ja, genau. Oh Gott. Können wir das? Also, ich habe ja hier diesen. Mein Klingelton fällt immer regelmäßig wieder aus, ne? Ja. Ich muss den immer neu einspielen von ja. Mr. Beck. Sie kennen ihn, ja? Ja, ja. Ja. Armut. Armut. Ja, ja, kenne ich noch, ja. Ich glaube, wir müssen hier auch mal so eine Action-Szene nachstellen. Piu, 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 piu. Piu, piu. Das finde ich auch gut. Oh Mann. Wo waren wir stehen geblieben? Es hat uns unterbrochen in unserem Notfall. Ja, toll. Wirklich. Ich weiß es auch nicht. Ach ja, 1 Uhr. Und betrunken machen. Und Damenzirkel, genau, ja. Ja, also ich,
Ich finde es halt schade, würde ich behaupten, dass wenn man dann gerade in so einem, in diesen, in dieser Frauengruppe ist und dann geht aber auch ein Scherz hier nicht, ne? Nee, Das ist schon nee. direkt. Denn das ist schon zu viel. Und das finde ich halt ein bisschen Was haben schade. Sie denn für ein Scherzchen gemacht? Hinter dem Counter. Ich müsste lügen. Also sie Ach kennen mich so, doch, ich bin ja, auch stimmt. Sie mit. standen da und meinten irgendwie mit ihrer, mit dem Mädelsabend und so. Ja, Ja, ja. richtig. Und dabei hat Ja, ja. eine Dame das selbst gesagt. Ja, und dann wiederhole ich das und dann direkt tot. Also, Ja, dann doch. Wollten Sie sie alle ja. erschießen, richtig, ja. Tot durch Erhängen. Ich dachte dann, ich habe Mr. John auch vorgeschlagen, mich tot durch Erhängen ist noch immer einfacher, als mich da jetzt reinzustecken. Naja. Ja, und weil ich, denn ich bin, ich würde behaupten, ich bin einer der größten Feministen. Ja. Und dann, es macht halt, es macht einen halt auch nicht leichter als in der Damenwelt, glaube ich, wenn man dann eben so nach außen hin agiert. Ja, Ne? Das ist halt das stimmt blöd. schon. Ja. Ja. Aber man muss sich natürlich auch Insofern, nicht alles gefallen lassen, ne? nee, kein bisschen. Also wenn er ihm blöd kommt, dann werde ich, also sie können sich selbst verteidigen, keine Frage. Richtig, Aber ja. ich werde daneben stehen und böse gucken. Wunderbar. Habe ich ja direkt zwei Männer, die böse gucken. Klasse. Ja, richtig. Schön. Ne, und letztens werde ich noch, ich glaube, Mr. Bender hat auch einen Quatsch erzählt. Der kann das ja auch sehr gut. Quatsch Dumm erzählen, sein. ja. Nee, dumm sein. Dumm. Quatsch Dumm. erzählen. Ja, lernen wir es Quatsch erzählen, ja. Okay. Und dann ist es ja auch, ja, muss man halt auch in so einer komischen Männerrunde. Oh, sie Ja. hat es Männerrunde genannt. Ja, in der Na. Männerrunde. In der Männerrunde dann auch mal auf den Tisch schauen und sagen, hey, auch wenn man, wenn jetzt keine Dame anwesend ist, ziemt sich das halt nicht. Nee, das Ne? stimmt. Nur so funktioniert das, wenn die halt sehen, okay, es gibt Leute auch aus jegweder Couleur, auch verrückte andere Menschen, die das dann auch so sehen. Gerade Sie als Sexaner, da erwartet das keiner. Wissen Sie, Herr LaRouche? Ja. Ich weiß auch nicht, was das alles für inständige Leute sind. Ne? Ich habe letztens gesagt, ja, und ich komme aus Texas. Das hätte ich von Ihnen aber nicht erwartet. Ja, sehen Sie? Ja, jetzt ist er tot. Jetzt habe ich ihn erschossen. Jetzt habe ich ihn erschossen. Tut mir ja leid. Ja, er Der wollte es ja nicht anders, ne? kam mit um. Ich sag, wie es ist. So machen wir das halt in Texas, na klar. Ja. Sie kommen aus Texas, aha. Ja, jetzt. Oh Gott, wie Was? trocken Sie das gesagt haben. Ja, jetzt ist er tot. Das hab ich auch nicht erwartet, diesen Spruch. Gerne. Ja, Ja, danke. die letzten Stunden, die wir jetzt zusammen sein werden, hier auf dem Planeten, die kann man auch nochmal bestätigen. Herr, Was? was? Wie? Was? Ja, Herr Roche? Mr. John ist ja ein Depp. Achso. Ja, deswegen. Und Ja, deswegen dann. wollen Sie mich umbringen, oder? Und hier im, am Nein. Strand verbuddeln, Na, oder? Wie, habe ich das jetzt richtig verstanden? nee, komplett falsch zum Okay, Glück. gut. Ja. Für uns beide. Das Und hat. ich meinte, Sie reisen jetzt ja also für 2 Tage weg und dann Ja, müssen wir gleich jetzt sogar. nochmal hier. Drei. Oh Gott, Mittwoch, drei? Donnerstag, Freitag, ja. Ja, schauen Sie, darum bin ich Jurist geworden. 10 liegt nicht so. Mathe ist nicht so ihr, ja. Nee. Bei Algebra, Algebra, ne? Bei Oh Algebra, Gott, oh da kommt Gott, oh Gott. Algebra. Haben Sie schon was getrunken? Ja, schon ein bisschen. Ah, oh, ja, Ich na weiß nicht, dann. brauchen wir irgendwie so einen Shisha-Kopf zum Entspannen? Ich weiß Nee, es nicht. nee. Nee? Okay. Demnächst wird Marihuana legalisiert. Warten wir bis dahin. Okay. Ja. Oh, Gott, oh Gott. Ich habe ja auch überlegt, Mirror Park wäre ja auch ganz schick gewesen, ne? Aber ich. Ich Das glaube, ist halt. ehrlicherweise gibt es auch nichts mehr. Ja, und der Also. Teich ist halt größer. Und der Teich ist größer, richtig, ja. Ja. Und ich meine, sie sind auf der richtigen Seite für Sonnenuntergänge, ne? Oh ja. So einen schönen Sonnenuntergang hier. Aber Mr. Hammond hat mir erzählt, hier wird jeden zweiten Tag eingebrochen. Ja, das ist gut möglich. Vielleicht lassen sie die Tür einfach offen, dann sieht es so aus, als wäre schon eingebrochen. War kein schlechter Plan. Ja. Ja, ich hoffe, weil mein Eingang hinten ist, dass die den gar nicht bemerken. Ich hoffe, die klappern einfach nur vorne ab. Ja, nee, also die meisten Türen sind, glaube ich, tatsächlich hinten, ja. Ah, scheiße. Einfach offen lassen. Ja, ich teste das mal. Ja. Den Kühlschrank lasse ich nochmal 1, 2 Tage leer und dann gucke ich mal, was so passiert. Ernähre ich mich hier nur vom Fisch. Ja, ne? Kurz angeln gehen, hier oben grillen, warum nicht? Haben Sie eine Angel? Ich hatte mal eine. Aber dann ist sie irgendwie, keine Ahnung, kaputt gegangen, Oh gerissen nein. und jetzt, ja, Ach aber so, die. sonst hätten wir kurz angeln gehen können. Ja, also ich begleite sie gern. So ist es ja nicht. Wenn sie jetzt so einen Fisch rausziehen wollen, Na ein paar kommen Tiere töten, ja. Sie. Sie nehmen den aus, okay? Ist nicht so meins. Ja, natürlich auch im richtigen Outfit jetzt, na klasse. Huch! Oh Gott. Oh, Hallöchen.
Also auf ihrer Treppe weiß ich manchmal nicht, ob ich gerade hoch oder runter gehe. Ja, da wäre fast ein Beschluss ihm passiert. Na klar. Hoppala. Irgendwas, ach ja, genau, ich hatte heute 3 Stunden mit Mr. Hammond. Oh Gott. 3 Stunden. Ist er so ein Ausdauernder, ja? Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, er hat gesagt, wir wollten doch mal sprechen. Oh ich Gott. Hab ja, das ist ganz schlecht bei Herrn Hammond. Ganz schlecht. Da müssen sie schon ganz weit laufen, wenn er das sagt. Wir müssen noch mal miteinander reden. Ich hatte auch so einen ganz kurzen Termin mit Herrn Hammond. Der hat auch eine halbe Stunde gedauert. Einen ganz kurzen, so einen 5-Minuten-Termin. Ja, es wurden halt 3 Stunden. Aber wissen Sie, was das Schöne ist? Na, ja. Erzählen Sie. Wissen Sie, was das Wunderschöne ist bei Herrn Hammond? Sie müssen weder zuhören noch irgendwas sagen. Und da hält sich selbst die 3 Stunden lang. Das Gefühl hatte ich auch. Auch wenn ich mal was dazwischen gesagt habe, geht da gar nicht drauf ein. Ne? Richtig, ist es komplett egal. Dachte mir auch, habe ich irgendwie was im Mund? Nee. Einfach aussitzen. Einfach aussitzen. Wissen Sie, was wir ihm schenken? Wir schenken ihm einen Gutschein für den Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Für so Hörimplantate oder so. Hörgeräte, ja. Vielleicht liegt es ja da dran. Vielleicht ist er eigentlich ein ganz netter. Er ist nur dumm. Er hört nur nichts. Ja. Also ja, meine ich. Nee, dumm war ja Bender, haben Sie gesagt. Sie können jetzt nicht jeden als dumm beschimpfen. Nee, da haben Sie recht. Heute habe ich die wasserfesten Schuhe an. Klasse. Perfekt dafür. Ja, ich auch. Ich muss ein bisschen weiter rein. Ah ja, komm zum. Aber Mr. Hammond scheint dennoch ein sehr, sehr fähiger Mensch zu sein. Ich glaube schon, ja. Ja. Also wenn ich das so mitbekomme, da kriegt sich richtig in die Felle rein. Also definitiv. Ich habe noch nicht viel mit ihm als Staatsanwalt zu tun gehabt, aber was ich so höre, ja, definitiv. Auf jeden Fall ein guter Staatsanwalt. Und ich meine, er wird ja nicht ohne Grund ständig entführt und zusammengeschlagen und so, ne? Da muss ja irgendwie was dahinter stecken. Ja. Dass er die bösen Gruppen ständig erwischt. Ja, und der Versuch, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, auch mal richtig in die Tiefe zu gehen, sich Mühe zu geben und auch die großen Fische zu bekommen, um bei der Analogie hier zu bleiben. Genau, und die jetzt eingehen mit den Kleinen und so, um dann die Größeren zu kommen und so, ja. Ja, ja. Also ich glaube, der macht das schon ganz gut. Tja. Herr LaRoche, ich mache mir übrigens ein bisschen Sorgen, ne? Um wen? Um Sie. Oh, danke schön. Ich mich auch um Sie. Guck mal, sind schon zwei Gegenseiten. War das jetzt so die Gesprächsführung, die Sie erwartet haben? Oder nee, absolut nicht. Ich darauf antworten? Warum wäre eine valide Frage gewesen? Ach so, ich bin Richter. Ich muss entscheiden. Ach so, Sie stellen keine Fragen, Sie entscheiden nur. Richtig, und habe ich vergessen. Entschuldigung. Weil Denver ist auch kein richtiger Richter mehr, sondern einfach nur Chief, ne? Deswegen kann ich das nicht so mit Richtern. Irgendwo bin ich hier gerade in dem Gespräch ausgestiegen. Ach jetzt. Okay, Moment. Ich muss noch ein Stückchen rein, Herr Lausch. Ich muss noch. Ja, die Ebbe. Ja, das bin ich gerade Ebbe hier. Aber ich habe schon mal, ich glaube, das ist. Was ist das? Ein Lachs oder so? Mögen Sie Lachs? Schön, ja. Schön. Fühle ich. So ein Lächschen. Ja, können Sie sich nachher schön den Lachs buttern. Klasse. Aber soll ich drauf einsteigen oder wie? Also ich hätte ihn sonst einfach auch so gesagt. Nee. Ach so, ich hätte ihn auch so gesagt. Ja, das wäre mir lieb, sonst ist das komisch. Weil Sie so viel arbeiten, Herr LaRoche. Oh Gott, es wird langweilig, das Gespräch, merken Sie es selbst. Oh Gott. Wow, okay. Ich halte die Klappe. Ist schon okay. Vor nichts kommt nichts. Das Böse schläft nicht. Ja, aber wir wollen ja nicht, dass Sie überarbeiten und dann der Nächste sind mit dem Herzinfarkt, der gegen den Baum fährt, ne? Wollen wir nicht. Also ja, ich zumindest nicht. Dann bleiben Sie dem DOJ treu und dann gibt es ein Psychohygiene. Oh Gott, immer wieder Psychohygiene. Dann kann ich immer zu Ihnen kommen. Ja. Kann Sie nerven mit irgendwelchen Gesprächen. Ja. Und danach fühle ich mich wieder entlastet. Ja, ist das so. Seien Sie mein Ventil, ja. Ich bin Ihr Ventil. Oh, damit kann ich leben. Also eigentlich nicht. Aber also wenn Sie wollen, dürfen Sie natürlich. Ja, wenn sie ihnen hilft, klar. Nee, mir hilft gar nichts. Das klingt jetzt wieder schlecht, Herr LaRoche. Doch, sie helfen mir jedes Mal, aber jetzt nicht belastungstechnisch. Also das ist alles gut. Aber ich habe ja auch festgestellt, sie arbeiten ja hier, ne? Also von zu Hause aus meistens, Homeoffice. Richtig. Sagen dann, sie sind richtig beschäftigt. Piu, piu, piu. Ja. Piu, piu, piu. Also ich könnte jetzt natürlich Brinkheim nochmal anrufen und nochmal sagen, ich bin auch immer im Notfall. Ich bin immer noch, ja genau.
Ja, geht dran, Vincenzo. Schön, dass Sie jetzt endlich. Nee, nee, immer noch Notfall. Hier hören Sie. Piu, 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 piu. Ja, na klar. Ich sage ja meistens, ich fahre gerade durch den Tunnel, ne? Und dann, naja. Oh, ja, aber das fällt das nicht auf? Nö, bisher nicht. Gibt es so viele Tunnel hier in San Andreas? Ja, ja, na klar. Ja? Ja? Ich fahre gerade durch den. Es ist. Der Empfang. Der wird. Ja. Oh. Piep, 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 piep. Ungefähr so. Aber da bin ich ja froh, dass Sie für mich noch nie durch den Tunnel gefahren sind. Nee, das stimmt. Danke, danke. Ich fand es übrigens sehr witzig, dass wir da einfach mal Chief Justice im Büro geräubert haben. Ich frage mich, was die drei gedacht haben, als wir da standen und Herrn Ford beobachtet haben. Schön am Telefon. Ich frage mich, ob Herr Ford uns gesehen hat. Sie fragen mir Fragen, Herr LaRoche. Nee, das hat er nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, der hat nicht nach oben geguckt. Aber er war so konzentriert. Ja. Aber am liebsten hätte ich tatsächlich nochmal in seinem Rechner geschaut, ob wir da einen Termin haben. Das wäre am besten gewesen, ja. So kurz so, hier, denk mal, mach mal kurz Platz, Herr LaRoche, ich muss noch was gucken, kurz. Oh Mann. Ah, schön. Tja, ja, da brauche ich offensichtlich den Rechner eh nicht mehr, ne? Der macht ja hier nur noch Liebesquatsch. Also, ja. Sie sind natürlich nur Freunde, ne? So, ich habe zwei Fische, wir können wieder zurück. Oh, ja, ja. Oh, jetzt ist sogar ein Lagerfeuer. Klasse. Ja, können wir auch ansetzen. Ja. Sind nur gute Freunde. Ja, ja. Der Kerl. Wie kam das einfach, eigentlich? Wie war der Anfang? Haben Sie das mitbekommen? Mit Frau Cortez? Der genaue Anfang? Nee. Also ich war beim ersten Anführungszeichen Treffen dabei, aber sonst der Anfang? Nö. Keine Ahnung. Okay. Wie das zu diesem ersten Treffen kam, weiß ich nicht. Hm. Ja, sehen Sie? So. Sind Sie denn bei den Treffen so manchmal noch mit dabei? Ja, ja, klar. Manchmal schon. Manchmal kann ich auch nicht. Manchmal will ich auch nicht. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Okay, also da habe ich jetzt hier gerade von mir eine heiße Quelle. Also in jeglicher Hinsicht. Aber das heißt, dann ist da doch nur mehr als Freundschaft, ja? Also ich bin ganz ehrlich, Herr LaRoche, ja? Ich glaube, Elena hat Denver gefriendzoned und sobald Elena überzeugt ist, geht das ganz schnell. Aber solange er gefriendzoned ist, sagt er selber natürlich auch, ja, nee, wir sind nur gute Freunde. Stehen Sie? Ja, 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 ja. Er will ja sich die Schande nicht eingestehen, ja? Dass er gefriendzoned wurde. Aber er versucht noch immer Überzeugungsarbeit zu leisten, ne? Ja, offensichtlich. Genau. Offensichtlich. Ja. Boah, aber ich... Also, aber... Ich will ja nichts reininterpretieren, ne? Aber ja. Wenn Sie... Nee, das sage ich nicht. Nee, alles gut. So, Sie wollen den Lachs so buttern, ja? Bitteschön. Der sieht aber gut aus. Sind Sie früher am Legschnapper die Nudel immer Lachsfischen gegangen? Legschnapper die Nudel? Warum kennen Sie den denn? Mensch. Ja, Texaner, ne? Ich habe doch Ihren Akzent gemerkt. Legschnapper die Nudel. Ja, ja, ja. Ja, wusste ich doch. Das ist der besondere Grilllachs. Also bis auf Schießen haben mir meine Eltern eigentlich alles beigebracht, weil ich sollte eigentlich ein Junge werden, verstehen Sie? Deswegen auch Harriet. Harriet. Mhm. Also jetzt die Harriet. Also sollte eigentlich Harry heißen, ja. Das ist eigentlich so ein Imperativ. Harry jetzt. Harry jetzt, ja. Harry jetzt. Okay, okay. Ja, apropos, wo wir bei Harry jetzt sind, haben Sie schon Ihre Visitenkarte bearbeitet? Ja, oder verschicken Sie immer noch die toll Erkanz? Ich wollte gerade sagen, aus Ihnen ist aber ein dufter Mensch, ein toller Mensch geworden. Aber jetzt muss ich mir das nochmal überlegen. Jetzt fahre ich nochmal eine Spur wieder zurück. Ja, ja, ja. Nicht so viele Komplimente, ne? Nee, niemals. Nee. Ja, nee, natürlich habe ich die geändert. Gut. Jetzt steht da nämlich Gleitbeberechtigung. Und Leg schlapper die Nudel. Leg schlapper die Nudel. Mensch, dass Sie den kennen, das ist so ein süßer kleiner See, ne? Müssen Sie ja wirklich in der Nähe von mir gewohnt haben, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Vielleicht sind wir ja Nachbarn, Herr LaRoche. kennen Sie vielleicht meine Familie? Die hatte so eine große Longhorn Ranch. Ah, ja, Ranch, ja. Ich kenne ein paar Leute in der Ranch. Bitte was?
Longhorn. Longhorn Ranch, ja. Also, ja, ja. Das ist dann im Norden von Lake Schlabberdiludel. Oh Mensch, ja, ich war im Süden vom Lake Schlabberdiludel. Oh, schau an. Ist das, kennen Sie Dawson's Creek?